Macht's euch gemütlich, Jungs, macht's euch gemütlich, könnt ihr euch hinsetzen, könnt ihr dann einen Bunk ziehen oder ein bisschen Alkohol trinken. Ich zieh mich kurz um. So, Männer. So, Blackbook. Ja, wir sind dich müssen wir noch ein bisschen schicker einkleiden. Nein, Mann, oh shit, das ballert rein. Alter, wir gehen heute richtig feiern, da musst du gut aussehen. Nein, Mann. Ich bin gerade schon ganz gut drauf da. Nein, wir müssen dich mal einkleiden. Ja, ich bin da schon wieder eingekleidet. Guck. Alter, nein, bist du nicht, du siehst aus wie der letzte Penner. Ja, Mann, das ist schon richtig so. Nein, wir holen dir noch jetzt einen Anzug jetzt. So, vorne steht eine Limousine für uns bereit, dass ihr Bescheid wisst. Guten Tag. Danke. Kaum bin ich draußen, hat die Wirkung von deinem Stoff nachgelassen, Alter. Ich denke sehr, das steckt sehr ein. So, wo soll es hingehen? Ja, erstmal nach Ponson Boys, wir müssen den da einkleiden. Richtig, ja. Ponson Boys, eine gute Wahl. Spann mir nur schnell mein Auto. Kannst du mal deinen Stinkefinger aus meiner Fresse nehmen? Oh, Mensch. Was macht der denn, ey? Spinnt der? Fährt einfach rechts rüber, ohne zu gucken, ey. America. Vielleicht mal Anwalt anrufen, ey. So, Blackbook, ja, am besten mal an die Kassiererin, die kann dir ein paar Outfits empfehlen, da suchst du dir was Schönes aus. Ja, okay, das war Geldverschwendung, dann steigen wir mal ein. Ich öffne mal alle Türen so. Die drei Stinkefinger. Weißt du, die Leute gucken immer auf ihr Handy und kriegen da nichts damit. Ich sag, wie dreist ist der denn, ey? Machen die Fotos von uns? Pisser. So, Fahrer, wo geht's als nächstes hin? Unsere Yacht. Unsere Yacht, sehr schön. Sehr, sehr schön. Exzellente Wahl, so. Ja, finde ich auch, Fahrer. Chauffeur, wenn ich mich nicht mehr Chauffeur, ja. Whatever. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Muss ich schon sagen, dass das gut aussieht. Ah, schönes Wetter. Warum steigt ihr aufs Dach? Oh. Ganz kurz, Leute, ich bin das ist echt kaputt. Okay, aufhören, bevor wir Blutflecken an den Klamotten haben. Was soll das denn, ey? Weiß nicht. Willst du irgendwie... Oh. Ey, Blackwood, jetzt fang ich auch noch an, ne? Also, ey! Was soll das denn? Mach... Ey! Nur aufs Auto treten. Nein, das Messer aushalten. Sir, Ihre Yacht steht bereit. Okay, wir können nochmal zur Yacht, würde ich sagen. Ah, schickes Teil. Schick. Dann was Chauffeur ein bisschen rumfahren, wenn. Ich kann nicht. Getrunken perfekte wieder? Musik. Nee, warte, nein, nicht. Ich bleibe einfach stehen. Sir, können Sie bitte aufhören, da rumzutanzen? Ja, tut mir leid, bei den Wellengang leider nicht, nein. Ja, vor allem der Wind kommt noch dazu und so. Ja. Ah, schön. Eis. Ah. Auf den Mittelfinger zu zeigen. Okay. Wo fahren wir denn hin? So, wir fahren gerade einen Rundgang um Los Santos. Sehr schön. Eine kleine. Einmal komplett Los Santos. Denn, wenn ich wirklich genügend bezahlt dafür, leid. Ja, ich weiß, ich bezahle dich ja. Und das ist echt nicht genügend. Ah, das ist schön. Das ist das. Das ist das Leben, Jungs. Das ist das Leben. Komm mal nach vorne. Das ist das Leben. Das ist das Wasser, ja, aber nicht das. Welle. Nochmal Welle. Okay, wenn ich die Caprio bin. Wer ist. Was? Nein. King. Okay, alle. Oder? Ja, komm alle. Tauchen! Wir können losfahren. Wow, ich bin frei.
Wie kann ich auftauchen? Ich ertrinke. Nach oben schwimmen. Ah. Wie heißt dieser Film, wo man so auf der Yacht ist und dann nicht mehr auf die Yacht kann, und dann so reinkommt? Ja, genau. Okay, wird jetzt langsam dunkel hier, so, ne? Ja. Wollen wir in den Strip-Club? Okay, dann lassen wir wieder weiter. Boah, ist kalt. Ich mach kurz die Heizung an, die Sitzheizung. Ja, genau, machen Sie mal die Heizung an. Gute Idee. Hier draußen. Sir, unsere Limousine steht am Del Piero hier. Ja, okay, dann fahren Sie uns dahin. Okay, Sir. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob man das mit einer Yacht so macht, aber... Das passt schon. Ja, das passt. Ah, so. Dann so. Mal zur Limousine. Ich muss ehrlich sagen, das ist schön, ja. Ja, das ist sehr amüsant. So lässt sich leben, ja, ne? Oh. Ja. Oh, ich lasse mal den Fahrer aus der Tür. So, ja. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das ist durchaus sehr schön, ja. Das ist sehr schön, ja. Das ist schön. Kann man so sagen. Gehen wir jetzt gehen wir zum Strip-Club, bitte. Strip-Club, oh. Ja, wir wollen es heute mal krachen lassen, was ist denn das für eine? Ja. Du dürft dich mitreiben? Nein, du bist noch nicht alt genug. Ja, du bist, ohne Scheiß, du bist echt noch nicht alt genug. Leck mich. Machen Sie vorsichtig, bitte. Ich will keinen Kratzer an der ausgeliehenen Limousine, die wir nicht gehört haben. Warum fahren Sie über rot? Die ist nicht ausgeliehen. Das war rot. Das war rot. Aber gut. Ich bin fahren mit, das war gut. Alles klar. Achso, ja, dann ist ja in Ordnung. Fahrer, ich gebe Ihnen $1000, damit Sie schnell fahren. Psst, Fahrer. Ich gebe Ihnen gar nichts, wenn Sie langsam fahren. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Oh Gott, der Action-Chauffeur. Wow. Man kann doch nicht normal fahren damit, man driftet immer. So, wir sind da. So, Männer. So, Chauffeur, Sie müssen leider zurückbleiben. Sir, ganz kurz, bevor Sie da reingehen, ich komme mit rein, aber ich bin getarnt. Das ist eine gute Idee, ja. Okay, dann erkennt auch keiner, dass Sie erst 15 sind. Warum dürfen Sie eigentlich mit 15 schon Limousine fahren? Das sind VIPs. Nebenjob wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, wahrscheinlich jetzt erstmal was trinken. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Aber komm, noch einen hinterher, komm. Ja, weil keiner, ja. Mhm. Nutz sie für dich alleine, alles in Ordnung, keiner kann was machen. Was anderes machen. Ja, ich will auch einen trinken, ich will mindestens einen trinken. Ja, das ist gut, ja, komm noch rein. Oh, sch. Der letzte. Ja. Kannst du ruhig voller machen. Oh Gott. Ja, der geht schon immer so gut. Ich würde langsam. Ich glaube, das. Ja, mein Leben. Wow, das haut rein. So, ich hätte gern einen davon. Wow, sehr schön. Heilige. Dankeschön. Ah. Also die Bitches. Hey, Money. So, Jungs, so. Ich hab schon privaten Tanz, ne? Ich komm später. Jo. Das war's. Dankeschön. Jo, ich hab einen privaten Tanz. So. Make it rain. Oh yeah. Make it rain. Ich hab kein Geld mehr. Ich soll ihm mal ein Kätzchen führen. Kein Geld mehr. Sir, Sie können angeblich die Frau besser bezahlen als mich. Ja, das ist wahr. Du ziehst dich auch nicht aus. Ah, ich gönn mir noch ein Glas. Ich schub's auch nicht. Hinten anstellen, Virus. Ja, nochmal ein Check Daniels, bitte.
Dankeschön. Und Ex. Ah. Ah. Ja, Alterskontrolle ist ein bisschen schwer bei Virus. Ich bin in Jack Daniels, meine Maske. Oh shit. Ich stelle mal nochmal an. Oh. Neue Tänzerin. Ah. Neue Tänzerin? Ja, bin ich dabei. Blackbook, make it rain. Wie er einfach so mal ganz locker so drei Scheine wirft. Make it rain. So total bescheuert, als würden da in echt so drei Leute stehen und einfach mal die ganze Zeit Scheine werfen, so dauerhaft. Oh. Da müsste unten ja schon so ein Pool von Scheinen liegen, ey. Oh, was macht denn die bei dir? Hallo? Ich schmeiß auch ganz viel, warum geht denn die zu dir? Sir? Ja? Ich hab gerade erfahren, heute ist ein Sonderauftritt. Das bedeutet? Bessere Tänzer. Ah, na gut. Oh nein. Nein, oh Gott. Hört alle auf zu schmeißen, hört alle auf zu schmeißen. Ich muss wieder weg. Shit. Dann muss ich mir direkt noch einen Drink holen, Alter, die sind ja schon nicht mehr so hübsch. Ja, das wird immer schlimmer hier. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, vor ihm schon. Oh Gott, ey. Ja, Top-Tänzer da vorne, ich seh schon, ey. Warte, da muss ein zweiter auf jeden Fall hinterher. Oh Gott, ich geb mir jetzt drei Stück, ey. Wenn du die Sympathie so weit erhöhst, weit genug erhöhst, dann kannst du die zu deinem Apartment anrufen. Und dann kannst du die da im Apartment. Kann man da mit der Monopoly spielen? Ja, richtig. Geil. Ich hoffe, ich gewinne dann. Ich hab Niki als Kontakt. Oh, du, oh. Mann, der hat gleich einen abgeschleppt, ey. Ich meine, wenn ich das ganze Scheiße hier dran kann. Vor allem wenn ein Virus dann anfängt hier. Oh no. Jetzt ist es schon ein bisschen durch bei mir, so ein bisschen. Aber ja gut. Wer ist denn das da? Ja. Ei süße. Ich baue lieber nicht zweimal hin. Na? Oh, das ist ja. Oh. Oh. Ja. Boah, der Typ da hinten feiert dich voll. Sir, wollen Sie mal meine echte Wahrheit sehen? Nein. Buh. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Auf jeden Fall. Ich bin minderjährig. Ich ruf jetzt den Notfalldienst an. Ich hol die Cops. Oh, ich muss nochmal. Oh, zwei Stück. Scheiß auf die Cops. Oh. Zwei Stück, alle ans Geländer, make it rain! Oh, drei Stück, Virus, geh da weg! Du versaust die Sicht! Die schützt mich weg! Oh, die hängt fest! Ups! So, ich guck mal kurz nach wegen der Tageszeit. Unser Privatjet wartet nicht ewig. Ja, na gut. Dein Privatjet, der kommt. Oh, Jungs? Ja? Ja, Schiffe. Oh Gott. Ja, oh nein, Cheetah, ich muss mal gerade meinen Freund helfen. Wir regeln das draußen. Oh, hier sind Treppen. Hast du schon wieder übertrieben, oder was? Oh Gott, wie siehst du denn aus, Alter? Ah, du hast schon wieder komplett übertrieben, ne? Ja. Oh, da schießt sie schon wieder gleich ab, ey. Oh, hallo, ey. Oh, er lässt sich gleich die nächste. Komm mit. Der Chat steht bereit, dann gehen wir jetzt mal. Okay. Ich kann Juliette jetzt anrufen und dann kann ich die Instanzen im Apartment. Kommst du raus? Blackbook? Deinen Moment. Wir warten dann draußen auf dich. Oh, es ist ja schon hell, Alter. Boah. Ja. Wie die Zeit vergeht, ey. Oh, scheiße, Blackbook. Ey. Du fährst diesmal vorne, damit er nicht so schwindlig wird. Wow. Hier, ich halte dir die Tür auf. Ja, danke, warte. Ich komme. Geht's? Ist noch weit weg? Nee, du bist gleich da. Okay, geht's, alles klar. Hört eine Glatze. Chauffeur, bitte zum Flughafen. Okay. Oh Gott, Hupen. Und was seid ihr beiden so? Ich hätte Bock, mal in den Stripclub zu gehen. Ja, ey, ist eigentlich auch Bock drauf. Irgendwie schon, ne?
eine ausgezeichnete Bar da. Ich habe gerade die Information erhalten, dass die Tore nicht funktionieren. Wir müssen Sondereingang benutzen. Ach, Sie meinen die Rampe davor? Genau. Alles klar. Ich weiß ja, nicht, ob das ist ja schon länger so. Ja, das ist einfach alle Besucher immer über die Rampe. Okay. Aber wenn ja, man hier ein Virus, Fahrer, wenn man hier ein Dings. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich glaube, es war nicht die Rampe, Chauffeur, aber vielleicht geht die auch, ich weiß es aber nicht. Wenn man sich ein Flugzeug bestellt hat, dann funktionieren die Tore doch. Sind wir drin? Nein. Sir? Ja. Ich hatte gerade leichte Probleme mit der Lenkung. Ja, ich hab's gemerkt. Die Tore funktionieren, wenn sie ein Flugzeug bestellt haben. Mach doch nicht so einen Scheiß, Mann, ich bin noch voll. Hören Sie mir nicht zu. Ich glaube, das Flugzeug wurde nicht wirklich bestellt. Oh. Sir, das Flugzeug ist aus. Okay, das ist ausgeliehen. Ich würde Anschwung nehmen. Ich würde Anschwung nehmen. Passt schon. Alles klar. Nimm das Trashlim. Okay, top. Gut, Chauffeur, dann fahren Sie uns mal bitte zu unserer Maschine. Oder wir laufen, wenn das geht auch. Sie können eigentlich auch in den Hangar fahren. Aber das geht. Sir, das kann ungesund sein. Wenn ich es dann schaffe, ne, also. Oh, ach, bleib ruhig. Ich mach schon mal die Motoren an. Oh, warte, oh shit, jetzt schüttelt's mich wieder. Oh. Geht's bei dir? Also. Ah, es geht wieder. Mich schüttelt's gerade so ein bisschen, warte. Hm. Oh Gott. Ich habe einen Freund bei der Flugzeugindustrie. Okay, und er hat mir dieses Modell empfohlen. Hab ich was verpasst? Irgendwie habe ich einen Filmriss. Lass uns auf der richtigen Seite einsteigen, Pyrus. Wer möchte vorne sitzen? Ich nicht. Ich auch nicht. Okay, Blackbook, gehst du vorne? Dann wird dir nicht so schlecht. Mhm. Andere Seite. Ist die andere Seite? Auf der anderen Seite ist die Tür. Achso, okay. Ja, manche spielen schön eine Rolle. Ja, ist noch der Restalkohol, Mensch. Restblut im Alkohol. So, oh, schick. Blut im Alkohol, das. Warte. Na gut. Wird nicht besser. Nochmal die sitzt hier so separat. Alles klar. Ich will eigentlich nicht rückwärts sitzen, na gut, egal. Mir wird immer schlecht, wenn ich rückwärts sitze. Ich sitze auch rückwärts und ich sitze. Du sitzt ja jetzt nicht rückwärts, du fliegst ja jetzt rückwärts. Genau. Genau, das ist was anderes. Ich sitze gar nicht bei euch, oh Mann. Naja. Hast du dir selber ausgesucht, also von daher? Ja, ist ausgesucht. Ja, ich hoffe, ich mache das als Co-Pilot richtig gut. Ja, und ist besoffen, ja. Ja. Schatz, Acorn Run, Skuma, Rucksack, Takeoff. Was hat er gedacht? Man versteht die nie. Man versteht die einfach nie. Die Piloten. Anstatt dass er so nach hinten ruft, ne, muss die Lautsprecher benutzen. Naja, ist ja eine große Maschine. Ja. Oh, jetzt geht's los. So spannend. Wir fliegen. Wow, so schön. Sir, ist da einer immer noch besoffen? Ich weiß nicht, er sitzt bei Ihnen. Sir, alles okay mit Ihnen? Ihr Co-Pilot ist betrunken. Alles okay mit Ihnen? Sie werden grün, was soll das, Sir? Ja, ich mach kurz ein Fenster. Er wird zum Hulk. Das passiert mir nicht, wenn er will. Ich mach das Fenster wieder zu, ist okay. So. Okay. Mir geht's wieder warte, ich dreh jetzt nach rechts, dann können Sie aus dem Fenster rausschieben, ja? Okay, jetzt. Okay, sehr schön, Sie haben zumindest getroffen. Okay. Sorry. Sir? Ist aufgeschrieben Sir, bitte, und gemerkt. Bitte nehmen Sie Ihre Hand da weg. Okay. Sir? Die Hand ist weg. Klicks auf dieses rote Knopf da nochmal. Oh shit. Ja, okay, warte, hab ich. Drück da drauf. Ja, hab ich da, Randy. Okay, warum kann Virus nicht darauf gehen? Weil er woanders sitzt. Es kann nur der Co-Pilot. Warum hören wir das? Das wird schief gehen. Ich weiß es. Hab mal Vertrauen in den Piloten. Bin ein bisschen in der Schräglage hier. Ich bin doch Pilot. Wird das sein? Sie sind viel zu schnell. Ja, wir sind das sieht schlecht aus. Oh mein Gott. Au. Ja, das hat weh getan. Das war eine harte Landung. Da blinkt ein Flugzeug. Oh, ich hab ganz kurz gesehen. So, Sir, wir können jetzt mit dem Helikopter weiterfliegen. Ah. Ja, nehmen wir den Helikopter.
Ach ja. Aber das ist unser Privathelikopter. Wir haben über Los Santos gehört uns. Oh, oh ey, hier fahren gleich Gängemitglieder. Was machst du da? Was machst du da? Schießen. Wir sollten uns gleich beeilen. Oh shit, oh, oh. Rennt! Oh oh. Rennt! Was machst du da? Nein! Oh fuck. Wir müssen unsere Spuren vernichten. Oh Gott. Einsteigen! Oh, ich bin tot. Ich bin auch tot. Nein! Nein! Great. Aber wir sind im Gangangriff, also. Ja, in den Heli, in den Heli, in den Heli. Oh Gott. Ich bin wieder tot. Autsch. Wer schießt? Wer kam auf die Idee, bitte schön hier zu landen? Oh. Lass mich in Ruhe. Nein! Sir, würden Sie da bitte aussteigen? Sir? Ich bin ausgebildeter Heli-Pilot. Ja, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Okay, 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 das wird schon. Ah, shit. Wir landen hier, weil sonst ist es zu gefährlich. Okay, zum Heli, zum Heli, zum Heli, Leute. So, tot sind sie, die Idioten. Lol. Okay. Sehr gute Arbeit. Insgesamt null. Ja, wir, jo, RP, jo. Okay, okay, okay. Warte, ich will vorne sitzen. Wie meinst du? Oh, Till! Hä? Guck mal, rechts! Was? Das ist so, hier, Tabakplantage. Warte, Sir, fliegen Sie bitte über die Tabakplantage. Kennen Sie bitte, die Tabakplantage? Die links, die links, die links, die blauen Gewächshäuser. Ja. Okay. Oh, da ist der Transporthelikopter übrigens. So, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fliegen Sie drüber, nicht anhalten, nicht anhalten. Okay. Höher. Ja, anhalten, höher wäre nicht schlecht, ja. Okay, ich wollte Sie so tief bringen wie möglich, damit Sie sich das anschauen können, so. Okay, fliegen Sie nochmal drüber. Das ist interessant. Oh ja, das ist sehr, 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 sehr schön. Ich muss ja das mal kurz näher angucken. Ah. Ah, sweet Tabak. Redwood, original. Virus. Würdest du mich bitte auffangen? Das sind fucking Tomaten. Oh, ich bin gegen ihn fast geflogen. Was ist das denn, ey? Das sind Tomaten, Alter. Was fällt dir ein? Bin ja extra abgesprungen gegen ihn. Oh mein Gott. Nein, 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 das sind Tomakos. Tomakos. Egal, ich bin tot. So, Sie können also Limousine fahren, Boot fahren, Flugzeug fliegen und Helikopter fliegen. Sir, ich bin das Flugzeug. Ich weiß, deswegen frage ich. Ja. Nee, wahrscheinlich das hat er noch nicht gelernt jetzt. Weil er keine Zeit für gehabt. In den ganzen Heli-Stunden. Aber ich kann aber kein Bobbycar fahren, Sir. Mhm. Wohin geht's? Los Santos, zu meinem Apartment bitte. Ich kann es Ihnen markieren. Ich hätte noch eine vollzügige Idee, wir könnten noch einen finalen Fallschirmsprung machen zu Ihrem Apartment. Oh, einen Fallschirmsprung zu meinem Apartment, das hört sich gut an, ja. Okay, so. Ja, das ist eine gute Idee. Hat jeder einen Fallschirm? Keine Ahnung. Ja, der Unkel ist welcher. Okay, überzeugend genug. Beim Fallschirmsprung so. Hat jeder einen Fallschirm? Keine Ahnung. Okay, wird schon klappen. Warum auf das höchste Gebäude vielleicht? Und von da aus runterspringen? Das hat ja vor. Ah, okay. Ah! Wieso fall ich runter? Wieso fall ich runter? Lol, ich steig mal aus, ne? Ja. Oh, das ging so gut, ey. Was ist denn hier los? Das ging gut. Ich würde sagen, ich hol mal kurz King ab. Ja. Wieso okay. Die Fallschirme? Bei mir warst du schon längst gelandet und ich bin ausgestiegen und auf einmal fall ich durch die Luft. Oh, hier unten. Ah, okay, meiner. Okay. Flugzeug am Arschloch wegen. Haben wir immer runtergesniped mit Snipern. Oh, ich bin runtergefallen. Oh fuck, oh fuck. Oh, ja. Oh, guck mal, da fliegt er. Und weißt du warum? Bin ich jetzt allein? Lester hat mich angerufen. Ah, nein. Und ich wollte mit, ich hab noch nie mit Gamepad abgewählt und ich hab B gedrückt und dann hat er geschlagen und dann. So, in diese Richtung hier müssen wir abspringen, wo ich mich befinde. Okay. Oh. Also, ich hab eben ja schon mal geübt, ne? Also, ich weiß jetzt, wie es geht. Okay, ich bin jetzt dann der Vordermann, ne? Ey, ich komme hier nicht durch. Ja, fuck. Hängt irgendwie fest. Ah, jetzt. Okay. Oh, warte, 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 warte. Erstmal die Höhe so. Boah, das ist schon krass.
Okay, hier sollte ich nicht direkt runterspringen, Moment. Okay, wie der letzte ist Till, ne? Wie man aber noch alle Fahrzeuge sieht. Das ist echt krass. Boah. Okay, seid ihr bereit? Ja, ja. So, okay. Okay, okay. Okay, let's do this. Tschüss. Tschüss, wir kriegen sie. Ja. Oh. Ist auch zu weh. Okay. Los, okay. Tschüss. Yep. Wow. Wow. Und denk dran, zu meinem Apartment, ne? Ja, das nenne ich Männerabend, ey.